Heute geht es um das Thema Hundebegegnungen und Gedanken machen Leute. Wenn dein Hund Probleme mit Hundebegegnungen hat oder generell in Wahrheit, wenn dein Hund mit irgendwas Probleme hat und du daran arbeiten möchtest, ist ein riesen Faktor. Ich sage immer, 80% sind deine Gedanken. Was denkst du dir? Wie ist deine Einstellung? Wie ist dein Mindset? 20% ist die Technik, was du mit dem Hund dann machst, wie du das mit dem Hund machst, ob der Hund das versteht und nachvollzieht, was du ihm da versuchst beizubringen. Und die 20% sind wichtig, keine Frage. Aber noch viel wichtiger, also ich sage immer 80%, wie gesagt, ist, was du dir denkst, deine Einstellung und dein Mindset. Warum ist das so extrem wichtig? Was du dir denkst, wirkt sich darauf aus, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, wirkt sich darauf aus, wie deine Körpersprache ist. Und wie deine Körpersprache ist, wirkt sich darauf aus, was dein Hund über dich denkt und wie der dann meint, handeln zu müssen, wenn du dabei bist. Und wenn ich zu Kunden fahre, wo es eben heißt, der Hund ist ganz schwierig an der Leine, der attackiert andere Hunde, Leinenaggression, so typisches Thema halt, da gibt es immer wieder Hunde, das sind für mich wirklich die allerschwierigsten Stunden, das könnt ihr mir glauben. Das sind wirklich die Stunden, wo ich echt dastehe und denke, ich habe keinen Plan, was wir jetzt wirklich ernsthaft 3 Stunden lang machen sollen. Es gibt immer wieder Hunde, also gerade in Wahrheit Hunde, die nicht so schwierig sind, die eigentlich gar nicht so ein großes Problem mit Artgenossen haben, aber das kann sich trotzdem ziemlich heftig zeigen, dass der Hund trotzdem komplett ausrastet. Gibt es immer wieder Hunde, wenn ich dabei bin, macht der Hund nichts. Die gehen an der Leine. Die sind brav, die gehen an allen Artgenossen vorbei, die machen nichts und die Besitzer stehen da und fragen sich, was los ist. Ja? Und das ist es natürlich nicht, weil ich irgendwie eine magische, was weiß ich, Hundetrainer-Ausstrahlung oder irgend sowas habe, überhaupt nicht. Oder irgendwie meinen Einhornstaub mitgebracht habe und den dann mal so kurz versprüht habe. Sondern das liegt dann daran, dass der Hund einfach sagt, okay, normal geht Frau die raus mit, oh Gott, kommt ein Hund. Scheiße, da kommt ein Hund, okay, wir gehen woanders hin. Und der Hund merkt, okay, du fühlst dich nicht wohl, du bist sehr angespannt, also werde ich mal das Problem für dich entfernen versuchen. Oder wenn ich halt dabei bin, dann gehen die Leute nicht mehr so raus in aller Regel, sondern die gehen raus mit, also ich sage dann ja, hey, zeig mir doch mal, wie das normal bei euch ausschaut, so eine Hundebegegnung. Und sagen die Leute, ja, das kann ich dir sofort zeigen, nehmen den Hund und sagen, wo ist der nächste Hund? Warte, da ist ein Hund, geh mal an dem gleich vorbei, ich zeig dir, wie der ausrastet. Und die sind plötzlich von, oh Gott, da kommt ein Hund zu, ah, da ist ein Hund, geh mal vorbei. Und es gibt dann sehr sensible Hunde, die auf sowas extrem reagieren, die dann halt sagen, okay, Frau, die ist plötzlich so entspannt, so selbstsicher, sagt, oh, da ist ein Hund, da gehen wir hin, hat eine extrem selbstsichere Körperhaltung und machen dann nichts mehr. Natürlich ist das nicht bei allen Hunden so, wenn ein Hund eine sehr, sehr ausgeprägte Leinenaggression hat, dann nützt es dir nicht nur, dass du deine Einstellung änderst, dann ist halt auch die Technik sehr wichtig, wie du halt dann an das Problem rangehst. Aber die Einstellung ist ein riesen Thema. Also nur die richtige Technik zu haben, hilft dir nicht viel. Umgekehrt, bei manchen Hunden, bei sehr sensiblen Hunden, hilft oft wirklich nur, was anderes zu denken, eine andere Einstellung zu haben, anders an das Thema ranzugehen, eben einfach mit dem anderen Gedanken gut und die Hunde machen mit. Ja. Das heißt, wenn du rausgehst mit dem Gedanken von, oh Gott, wenn ich jetzt rausgehe, hoffentlich treffe ich nicht den Maxi von der Nachbarin, wenn ich da rausgehe, hoffentlich zieht mich der und der nicht und das ist wieder furchtbar peinlich mit meinem Hund. Oder wenn du rausgehst und du denkst, oh scheiße, da kommt ein Hund, geh mal schön in die andere Richtung. Dann macht das was mit deiner ganzen Körperhaltung, mit deiner ganzen Energie, mit deiner ganzen Einstellung und dein Hund wird das merken. Das heißt, denk dir nicht, oh Gott, ein Hund, oh Gott, dies, oh Gott, das. Hoffentlich treffen wir heute nicht den, sondern denk dir umgekehrt. Hoffentlich treffen wir heute den Maxi von der Susi, wo mein Hund immer so ausrastet, dann könnten wir gleich wieder mal üben, an dem vorbeizugehen. Oder wenn du einen Hund siehst und denkst, hey, super Gelegenheit, dran zu arbeiten. Oder denk dir beim Rausgehen, ah, heute ist mein Hund schlecht drauf, ich merke das schon, perfekt, dann nutzen wir das gleich für eine Übungseinheit. Ja? Also wenn du das Richtige denkst, wirst du merken, dein Hund wird sich verändern. Und wenn du dann noch eine gute Technik dazu hast, wir haben da so ein Online-Seminar, das heißt auf dir Schnürchen, da geht es genau um Leinenführigkeit, um Hundebegegnungen, aber es soll natürlich keine Schleichwerbung sein, findet ihr auf www.sarah-fink.com.
Da seht ihr dann, wie wir das auch von der Technik her aufbauen, also wie wir dem Hund zeigen, geh entspannt an Artgenossen vorbei. Aber eben, die Voraussetzung, damit die Technik überhaupt funktionieren kann, ist deine Einstellung. Und da ist eben ganz wichtig, erstens freust du dich auf jede Hundebegegnung und zweitens denkst du dir auch, wir schaffen das locker. Wenn wir heute es nicht schaffen, dann schaffen wir es eben morgen. Wenn der Hund jetzt ausrastet, dann gehen wir halt noch in 3 Hundebegegnungen vorbei, bis eine entspannte vorbei ist und dann gehen wir nach Hause, wenn wir eine entspannte gemeistert haben. Ja? Und mit der Einstellung wird es dir wesentlich leichter fallen, jegliche Technik anzuwenden. Also auch wenn du meine Methode einfach blöd findest, kann ja auch sein, ja, ist auch vollkommen okay, wenn du mit einer anderen leichter tust und dein Hund das vielleicht sogar besser versteht, wie gesagt, gibt nicht das Allheilmittel für alle, manche finden es, es gibt einfach viele Trainer, viele Philosophien und vielleicht gefällt euch eine andere besser, ist vollkommen okay, aber geh mit der richtigen Einstellung ran. Geh mit der Einstellung ran von, wir schaffen das locker, Hund perfekt, üben wir gleich, mein Hund ist schlecht drauf, umso besser, dann können wir noch mehr üben. Ja? Also sieh Sachen positiv. Geh nicht raus mit dem Gedanken von, ach, heute treffen wir wieder den, ach, mein Hund ist blöd drauf, oh Gott, ich schaffe das nie. Der Trainer kann das immer, aber ich werde das nie schaffen. So wirst du mit deinem Hund nie wirklich weit kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Gib uns gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und du da irgendwas an Nutzen für dich raus mitnehmen konntest. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag.